Sesselrücken bei den Wiener Grünen. Am kommenden Mittwoch löst Birgit Hebein Maria Vasilacu ab. Die langjährige Gemeinderätin und Sozialarbeiterin wird damit Vizebürgermeisterin der Stadt Wien und Verkehrs- und Planungsstadträtin. Ja, was bedeutet das für die Autofahrer in dieser Stadt, aber auch für Mindestlohnbezieher? Und was heißt das für die Zusammenarbeit mit der SPÖ? Das bespreche ich jetzt mit ihr, denn sie ist bei uns zu Gast. Birgit Hebein, vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, 8,5 Jahre war Maria Vasilacu jetzt Verkehrs- und Planungsstadträtin und ein Thema hat sie am Schluss doch relativ heftig immer wieder betont. Das war das Reizthema City-Maut. Sie wollte das unbedingt, der Koalitionspartner, die SPÖ, eben nicht. Wie geht es da jetzt weiter? Naja, wir brauchen eine Lösung, weil 200.000 Pendler, Pendlerinnen stauen sich jeden Tag nach Wien. Das ist nicht gescheit für die Wiener und Wienerinnen und auch nicht für die Betroffenen selber. Insofern müssen wir jetzt verhandeln mit Niederösterreich und Burgenland. Die müssen ihren öffentlichen Verkehr ausbauen. Wir brauchen ein Umlandticket und eine Entlastung für Wien. Umlandticket heißt durchaus eine Verbundfahrkarte, also ja, nicht nur die Jahreskarte in Wien, sondern auch mehrere Zonen dann dazu. Das würde aber wohl auch bedeuten, U-Bahn-Verlängerungen zum Beispiel über die Stadtgrenzen hinaus. Da gibt es ja immer wieder Projekte. Realisiert wurde das dann nie, weil Niederösterreich im Wesentlichen nicht mitzahlen will. Wenn denn das so bleibt, dass Niederösterreich sagt, nein, machen wir nicht, soll dann die City-Maut kommen? Ja, es ist eine gute Überlegung. Es ist ein Konzept, das am Tisch liegt. Solange es keine besseren Ideen gibt, halte ich das für sehr wichtig. Und man kann sie auch kombinieren. Ich bin ja offen dafür. Es soll nur letztendlich Wien entlasten und die Pendler, Pendlerinnen sollen Alternativen haben, auf dem öffentlichen Verkehr umzusteigen. Gut, das wäre das Ziel. Ja klar, wird allerdings mutmaßlich dauern, vor allem wenn man U-Bahnen erst einmal verlängert. Das wird sich wohl in dieser und wahrscheinlich auch in der nächsten Legislaturperiode wohl so nicht mehr ausgehen. Das heißt, es könnte schon zu Baubeginn von Verlängerungen kommen und solange gibt es dann aber keine City-Maut. Das ist mal ein bisschen zu eng gedacht. Es geht ja in erster Linie um den Schnellbahnausbau. Okay. Das ist recht relevant und Park-and-Ride-Anlagen. Es gibt konkrete Möglichkeiten tatsächlich. Man muss nur den Mut haben, den Schritt zu gehen. Ja, zurück zum Start wollen Sie auch beim Lobautunnel. Das ist gut gesagt, bei einem Projekt, das ja mindestens seit 15 Jahren diskutiert wird, würde man da jetzt wieder beginnen, wäre mal am Stand von 2005, also dann schon ziemlich lang zurück. Ja, auch das möchte die SPÖ einen baldigen Baubeginn, auch die ÖVP in Wien. Schließen Sie eigentlich aus, dass es da zu einem Baubeginn kommt, solange Birgit Hebein sozusagen einen Teil der Wiener Stadtregierung darstellt? Naja, nicht in meinem Ressort wird das beschlossen, sondern das macht die Bundesregierung. Aber jetzt reden alle Parteien vom Klima, Klimaschutz. Wir haben eine fulminante Klimakrise und wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder, für unsere nächsten Generationen. Und sind's mir nicht besser, Lobau-Autobahn ist das Gegenteil von verantwortungsvollen Handeln. Und ich wollte nur mal fragen, wenn jetzt alle vom Klimaschutz reden, wie ernst sie es meinen und daher auch angeregt, das zu überdenken. Aber natürlich sind Entscheidungen zu akzeptieren, überhaupt keine Frage. So ist es. Eigentlich ist das Ganze ja grundsätzlich im Prinzip schon entschieden. Es kommt nur nicht zum Baubeginn. Es gibt jetzt natürlich auch noch die Umweltverträglichkeitsprüfung. Führt zum nächsten Punkt ein großes Leuchtturmprojekt von Maria Vasilacu, die 365 € Jahreskarte. Das hat tatsächlich viele Autobenutzer zu Öffi-Benutzer gemacht. Das ist wirklich ein Erfolgsprojekt, das ist gelungen, aber ausgerechnet in der letzten Zeit gibt es jetzt wieder eine Zunahme des Autoverkehrs. Der Anteil an der Gesamtnutzung des Autoverkehrs ist gestiegen. Was kann man da machen? Nee, die Stadt wächst, das ist das eine. Und in den Außenbezirken haben wir tatsächlich noch zu wenig Alternativangebote, dass die Menschen umsteigen können. Ich verstehe, wenn Eltern mit ihren Kindern mit ihrem Auto unterwegs sind, solange es keine Alternativen gibt. Insofern ist das eines der Dinge, die ich verstärkt angehen will. Ausbau öffentlicher Verkehr, Alternativen anbieten, konkret für die Menschen in die Außenbezirke. Okay, ist das so? Das heißt auch Floridsdorf, Donaustadt, zwei Bezirke, die gemeinsam weit über 300.000 Einwohner haben. Da ist immer wieder im Gespräch gewesen, eine Quer-U-Bahn-Verbindung zum Beispiel ist noch nicht angedacht. Oder auch die Ränder vom 11., vom 10. Bezirk, die können sich sozusagen darauf einstellen, dass da mehr kommt mittelfristig? Ja, natürlich. Das ist verantwortungsvolle Politik. Und ich sag's, und das habe ich immer gesagt, ich werde die ökologische mit der sozialen Frage verbinden. Das heißt, ich möchte den Wiener und Wienerinnen zeigen, dass das geht, dass man Möglichkeiten schafft, ohne dem Auto auszukommen in der Stadt, vor allem angesichts
der Klimakrise. Mhm. Und da stehen wir schon in der Verantwortung. Und ich glaube auch, dass jetzt die Politik gefordert ist, konkret zu handeln, immer gescheit zu reden. Und das mit der Bevölkerung, das ist eins der ersten Dinge, die ich machen werde. Durch die Bezirke gehen im Sommer und in Dialog treten, wie geht's den Leuten, wie geht's den alten Menschen, den Kindern mit dieser enormen Hitze. Und da glaube ich, dass es inzwischen so weit ist, dass sogar die Menschen bereiter sind, was zu verändern, als die Politik selber. Das kann sein. Es werden tatsächlich Carsharing-Angebote zum Beispiel angenommen. Radfahrverkehr entwickelt sich grundsätzlich erfreulich, auch aufgrund der E-Bikes. Würde ja zu Ende gedacht auch bedeuten, Benzin und Diesel ist zu billig, immer noch. Sehen Sie das so? Das Spannende ist, ich habe gerade mit dem Herrn Bürgermeister Ludwig vor ein paar Tagen die Smart City Strategie präsentiert. Und da haben wir uns gemeinsam vorgenommen, dass unsere Stadt, und wenn, dann schafft es unsere Stadt, null CO2 produziert bis 2050. Das ist sehr, sehr ambitioniert, wo man sagen, erneuerbare Energie, da investieren wir, kein Auspuff mehr, der CO2 produziert. Das ist sehr ambitioniert. Aber noch einmal, ich glaube tatsächlich, dass diese verantwortungsvolle Politik, das schulden wir unseren Kindern und den nächsten Generationen. Da haben Sie sicher jetzt auch Rückenwind aufgrund grüner Themen. Fridays for Future, Jugendliche treiben die Politik ein bisschen vor sich her. Auch der doch fulminante Wiedereinzug der Grünen ins EU-Parlament, das österreichische Ergebnis war in der Tat ein gutes, ist wohl auch dieser Themenkonjunktur für grüne Themen geschuldet. Aber trotzdem, müsste man Treibstoff verteuern? Man müsste in erster Linie mit der Wirtschaft verhandeln. Ich sage es Ihnen ganz offen, damit auch die Wirtschaft das als Chance begreift. Wenn Sie nach China schauen, die investieren sehr, sehr viel in Elektromobilität. Und ich würde gerne der Wirtschaft die Hand reichen. Die Wiener Wirtschaftskammer hat ein Abkommen mit der Stadt Wien, das nennt sich Zukunftsvereinbarung. Hier fehlt das Thema Klima. Ja, und da, glaube ich, können wir noch nachschärfen. Okay, wird wohl ein Thema sein, das sicherlich in der nächsten Zeit präsent bleiben wird. Das Klimathema ist ein Megathema jetzt wieder geworden. Ja, Sie haben sehr hartnäckig für den Wiener Weg der Mindestsicherung gekämpft. Gelten auch gemeinhin als zähe Verhandlerin, geben sich da nicht so leicht geschlagen, haben vieles auch durchgesetzt, was grüne Themen sind. Jetzt gibt es ja eine Neuregelung der Mindestsicherung, eine andere, das hat die damals noch vorhandene türkisblaue Bundesregierung im Parlament letztlich auch so durchgesetzt. Wie können Sie denn mit dieser Neuregelung leben? Na, gar nicht, weil Menschlichkeit ist schon eine Grundhaltung, mit der ich auch weiterhin Politik machen möchte. Und wir haben in Wien gesagt, gemeinsam mit der SPÖ, wir machen keine Politik am Rücken der Ärmsten. Doch nicht in so einer wunderbaren Stadt und so einem reichen Land. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das heißt, wir wollen, wenn Menschen in Not geraten, ihnen die Hand reichen, dass sie wieder rauskommen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind dabei die Jugendlichen. Die brauchen Perspektiven, Ausbildung, Qualifizierung, dass sie ihr eigenes Leben leben ohne Sozialhilfe. Und das ist und bleibt unser Ziel auch hier in Wien. Gut, jetzt gibt es aber die Neuregelung der Sozialhilfe, unter anderem auch mit dem Nachweis Deutsch ausreichen zu können. Da gibt es ja eine ganze Latte. Es gibt ein Limit sozusagen bei Mehrkindfamilien, den abgesofteten Beitrag für das dritte, vierte Kind. Da gab es große Aufregung. Was heißt das jetzt konkret? Es gibt ja sozusagen die Notwendigkeit, das umzusetzen, oder? Wie schaut es aus mit der Klage? Na, im Grunde entscheiden Gerichte. Wir leben in einem Rechtsstaat und wir haben immer gesagt, wir schauen uns das genau an. Dieses Gesetz, es hat solche Auswirkungen auf Kinder. Ich verstehe nicht, warum man hier Kinderarmut produzieren will. Wir schauen uns das an. Jetzt hat der Bundesrat eine Klage eingereicht. Wir warten ab. Der menschliche Weg ist der richtige, auch in Wien. Und ich sage Ihnen noch was. Die Wiener und Wienerinnen waren immer hilfsbereite Menschen. Man darf sie nicht unterschätzen. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Weg, wenn einmal ein Mensch stolpert, dass man ihn aufhilft, ein guter ist. Okay.
Anderes Thema, unterschiedlicher Meinung zu Maria Vasilakou waren Sie beim Projekt Heumarkt. Das war ja auch ein bisschen ein Stolperstein vielleicht, was die Stimmungslage gegenüber den Grünen betrifft, auch das Abkoppeln von der Basis. Maria Vasilakou hat sich im Prinzip für das Projekt ausgesprochen, die Basis war dagegen. Sie sind auch dagegen. Eine unterschiedliche Meinung zu Bürgermeister Michael Ludwig, das hätte ich fast Häupl gesagt, haben Sie beim Thema Alkoholverbot am Praterstern. Michael Ludwig beharrt darauf, das solle bleiben. Sie sagen, das ist in Wirklichkeit ein Verdrängungswettbewerb, denn alkoholkranke Personen gibt es weiterhin, die sind vielleicht nur ganz woanders. Er sagt, das bleibt so. Wie können Sie da eigentlich miteinander arbeiten? Sie haben recht mit all dem, was Sie gesagt haben. Und ich sage Ihnen, wir sagen, also der Herr Bürgermeister und ich, dass wir gemeinsam zusätzlich Geld investieren in soziale und medizinische Maßnahmen für obdachlose Menschen im öffentlichen Raum. Und das ist das, auf das wir uns geeinigt haben. Und das finde ich richtig. Ist das jetzt so? Das ist sozusagen ein bisschen die Exit-Strategie, die für beide jetzt positiv ist. Sie sagen, die Obdachlosen oder die Alkoholkranken bekommen sozusagen alternative Hilfe und damit darf das Alkoholverbot am Praterstern bleiben. Nein, ich ändere nicht meine Haltung. Meine Haltung ist ganz klar, die alkoholkranken Menschen lösen sich nicht in Luft auf, wenn man ein Verbot ausspricht. Und ich glaube, es ist jetzt richtig, dass wir beide gesagt haben, wir warten die Evaluierung ab, was dieses Verbot gebracht hat und investieren einfach zusätzlich in gute Maßnahmen für die Menschen. Okay, verstehe. Ja, trotz aller gemeinsamer Erfolge, gemeint ist hier der Erfolge zwischen der Sozialdemokratie in Wien und den Grünen, habe es keine rot-grüne Erzählung gegeben. Das sagt Maria Vasilakou ein bisschen selbstkritisch sozusagen, rückblickend auf ihre fast zweifache Legislaturperiode. Man sei de facto getrennt marschiert. Ist da was dran? Vielleicht, ich kann ja die Zeit nicht zurückdrehen, vielleicht schaffen wir es in Zukunft mehr, uns gemeinsam hinzustellen und zu sagen, wir sind stolz auf Wien, wir haben jetzt gerade 8 Millionen extra Budget für Beschattung, Bäume, wir müssen ein bisschen die Stadt abkühlen, die Menschen leiden unter enormer Hitze und vor allem die alten Menschen und die kranken Menschen und die Kinder und wir haben auch gerade beschlossen, eine neue Bauordnung, wo wir sagen, die Wiener, Wienerinnen brauchen leistbaren Wohnraum und das muss auch ökologisch sein, also weg mit den Gasetagenheizungen, vielleicht ein bisschen mit mehr Stolz auftreten. Ja, man kann ja dazulernen. Auch das gemeinsame Vermarkten, das hat Maria Vasilakou offensichtlich vermisst. Ich habe mit ihr darüber nicht geredet, sondern in den letzten Wochen, glaube ich, war jetzt 3 oder 4 Mal gemeinsam mit dem Herrn Bürgermeister vor der Kamera, wo wir gesagt haben, ja, jetzt haben wir eine Umfrage für Wien, den Wienern, also 9 Menschen von 10 leben gerne in Wien. Also, ja. Das schaut nach trauter Zweisamkeit aus, war zu Beginn allerdings bei Maria Vasilakou und Michael Häupl damals auch so. Da gab es ja dann durchaus Persiflagen, die diese sozusagen scheinbare Harmonie immer wieder karikiert haben, auch ein bisschen. Bei euch ist es jetzt auch so, schauen wir mal, ob das länger so bleibt. Ja, ganz kurz noch, Daniela Kickl, die Cousine von Herbert, möchte über die Wiener Landesliste möglicherweise in den Nationalrat einziehen, eine gute Idee? Ich finde es total klasse, dass sich so viele Menschen jetzt melden bei uns und mitmachen wollen. Ja, ja. Und so viele Experten, Expertinnen, Menschen mit Lebenserfahrung, die sagen, ja, Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt, da machen wir jetzt mit. Na klar, wir haben gesagt, wir öffnen die Partei und Menschen können sich bewerben und wir werden es gemeinsam entscheiden bei der Landesversammlung, so ist wer es gewählt wird. Jetzt in wenigen Tagen kommt die ja schon, aber sozusagen, das wäre ja auch ein ganz bewusstes Signal gegen die FPÖ. Daniela Kickl positioniert sich ja ganz eindeutig gegen ihren Cousin, sozusagen kritisiert dessen Menschenrechtsverständnis, viele andere Dinge. Wäre das etwas, wo Sie proaktiv sagen, ja, das ist es wirklich wert, dass das bei uns sozusagen ein Leistungsträger wird, die Frau Kickl? Ich habe sie einmal persönlich kennengelernt. Ich mag ihren Schmäh und ihre direkte Art. Also das ist wirklich eine Stärke von ihr. Wie gesagt, es sind viele, die antreten. Klar. Wir werden gemeinsam wählen. In wenigen Tagen wissen wir es ganz zum Schluss. Noch eine dritte gemeinsame Periode, Rot-Grün in Wien. Das würden Sie begrüßen? Das werden die Wähler und Wählerinnen entscheiden. Ich muss jetzt einmal zeigen, dass ich es sehr ernst
mein, ich will tatsächlich was beitragen, dass den Wiener und Wienerinnen einfach gut geht und besser geht, gerade angesichts der Klimakrise. Und der soziale Zusammenhalt ist mir wichtig und das muss ich, glaube ich, jetzt einmal zeigen. Okay, am Mittwoch wird es dann soweit sein. Alles Gute für die Angelobung im Gemeinderat. Birgit Hebein, danke für den Besuch. Danke auch. Ja, und Ihnen wie so oft danke fürs Interesse. Ja, am nächsten Mittwoch ist es soweit. Birgit Hebein wird neue Wiener Planungs- und Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin. Wir berichten natürlich am Tag, wenn es soweit ist, ausführlich darüber. Danke fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen.